I'm made of. Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15 hier bei Crush 4Fig89. Wir begeben uns nun zu unserem nächsten Ziel. Jetzt haben wir mal bei der Chocobo Ranch alle Aufgaben erledigt, alle aktuellen. Und nun wird es Zeit, dass wir uns der Pilgerfahrt widmen. Süße Chocobos, ihr seid Balsam für meine Seele. Ich wusste gar nicht, dass du so eine Schwäche für Chocobos hast. Ich liebe Chocobos. Für mich sind sie die besseren Menschen. Ja, man kann sie gar nicht genug lieben. Das stimmt auch, ne? Ja, wir hatten auch wirklich eine lustige Interaktion mit Chocobos bislang. Aber nun wird es Zeit, dass wir uns mal dieser Pilgerfahrt widmen. Und dabei lasse ich jetzt mal die ganze Fahrt an, weil gut möglich, dass da irgendetwas dazwischen passiert. Ist auch wirklich zum Genießen hier. Ihr merkt schon, ich habe auch jetzt den, ich habe auch jetzt wieder voll getankt. Nur um sicher zu gehen, dass jetzt der Tank dazwischen nicht leer wird. Der 3-Fähigkeiten-Punkt, das ist echt nice. Wir werden dann natürlich sofort dann der Story uns wieder widmen. Aber diese Pilgerfahrt, das klingt auch sehr interessant. Und das will ich mir zu gerne mit euch mal angucken, was das zu bedeuten hat. Also, das will ich mir zu gerne mal mit euch ansehen. Ich bin schon sehr gespannt. Riot Deal Wiesen. Stehen wir aber im Schild. Wofür hatten das gewarnt? Konntest du es gar nicht lesen. Kauthes Platte. Oder wie schreibt Kauthes Platte? Spricht man das eigentlich so aus? Aber wir werden das schon sehen. Genießen wir erstmals hier die Aussicht. Ich meine, wie könnte man sowas nicht genießen? So, erstmal schön abbiegen. Oh, wir sind schon in der Nähe. Das sieht wirklich beeindruckend aus. Aber ich frage mich, was es da zu tun gibt, dass man sogar Level 16 dafür benötigt. Naja, falls es euch interessiert, ich habe natürlich, wie bereits versprochen, erstmals mich dieser einen Panne gewidmet. Ey, Alter! Du fällst da noch runter, Mann. Ich habe erstmals die Autopanne behoben von den einen Typen und ich habe mich und nebenbei habe ich auch noch Wiz Bericht erstattet und habe jetzt diese eine letzte Aufgabe erfüllt und jetzt lasse ich das mal sein. Wir sind jetzt bei der Chocobo Ranch fertig. 100%, wie gesagt, werde ich natürlich nicht bei diesem Spiel machen, aber ich werde natürlich viel machen, wie es nur geht. Und jetzt können wir endlich mal hier weitermachen und schauen, was uns hier sonst noch erwartet. Diese Pilgerfahrt an sich klingt ja schon interessant, dann. Tja, jetzt sind wir gleich da. Konnte man vom Meteor sehen. Das Imperium. Was machen die hier? Eine Straßensperre. Was? Tatsächlich? Was ist hier los? Da wären wir also. Haben sie uns etwa aufgespürt? Oh oh. Na, ist ja ganz toll. Was sollen wir tun? Sie fertig machen. Ja, und wie?
hilft am besten gegen die... Oh, was zum Gegnis? Lass dich doch nicht so leicht unterkriegen, Mann. Ich fürchte, ich muss mich erstmal so um die anderen Soldaten hier kümmern. So. Die machen ganz schön viel Ärger. Obwohl sie nur so eine geringe Stufe haben. Das hast du gebracht? Mal die Sternhülle. So, das bringt halt nur im Dunkeln was. Alter! Wow! Chill mal, Mann. Sogar Gladio hat's schlimm erwischt. Komm schon, mach jetzt mal diese Soldaten hier fertig. Jetzt hab ich nicht pariert, Mann. Also der Mech ist ganz schön heftig drauf. So. Alter! Kein Wunder, dass man da mindestens Level 16 benötigt. Obwohl, wir haben das sogar schon überschritten. So, jetzt reicht's mir. Wow, Raketenangriff. Ignis. Ich drücke immer den falschen Knopf, Mann. Auf der Treffer benötigt man. So, jetzt Reiter. Boom. Nicht schlecht. Also Feuermagie ist das einzige, was gegen ihn hilft. Na denn? Hier. Er müsste doch noch Feuermagie drauf haben. Ja. Oh, burn, baby. Was ist alles? Einmal eingesetzt und schon ist es vorbei? Jetzt reicht's, oder? Was zum... Spitze. Prompto. Steh auf, Mann. Brauche auch wieder einen Heiltrank, hab keinen mehr. Gut, dann Elixier für mich. Alter Ignis! Lass doch jetzt nicht davon ins Boxen jagen. Aber echt. Alter. Darauf muss man echt aufpassen hier. Alter. Ah, der ist wirklich zäh. Was mache ich da nur falsch? Gegen was wäre jetzt genau empfindlich? So, jetzt reicht's aber. Bam. Gladio, komm. Dämmerbrecher. Und ich reiche noch nach. Schluss, Mann. Ja.
kann gar nicht sehen, wo ich bin. Aber wir haben ihn bald. So, jawohl. Haben wir niedergeworfen. Kommt schon, Leute, greift weiter an. Das war der letzte. Fürs erste zumindest. Vielleicht haben sie Verstärkung angefordert. Geht weg da! Oh mein Gott. Die sind mit einer Explosion gewesen und das hat ihnen nichts ausgemacht. Ist klar, seems legit. So, die Aufgabe ist also abgeschlossen worden, ne? Schade, dass wir nicht noch mehr damit machen konnten. Tja, mehr geht also nicht. Gut, dann können wir uns endlich wieder der Story widmen. Das ist auch schon längst überfällig. Lasst nichts liegen. Okay. Hier endet der Weg. Dann ab zurück. Ja, und weiter? Wie komme ich da eigentlich weiter? Hm? Hier ist eine Straßensperre. Ja, okay. Wenn es nicht anders geht. Aber mich wundert es, dass der Mech ganz schön heftig stark war. Ich schätze mal, der musste erstmal so umdrehen. Was weiß ich, was das jetzt sollte. Trotzdem echt krass, wie der Mech auch drauf war. Das ist schon... Brrr. Das nur mit Level 20. Wir sind schon längst über Level 25. Aber gut. Da zeigt sich schon die Schwierigkeit des Spiels. Wenn man sich blöd anstellt, dann... Ja, sieht schlecht aus. Vor allem glaube ich auch, die Ausrüstung war vielleicht in gewissen Teilen nicht gut oder was auch immer. Hm? Was war das? Ignis, halt mal an. Was ist das? Und wohin als nächstes? Da bewegt sich was ganz Großes. Das will ich mir mal angucken. Ist wahrscheinlich ein zu starker Feind, ich weiß, aber ich will mir das wenigstens mal aus der Nähe ansehen. Was ist das für ein Monster? Ganz schön groß, das Ding. Ist es friedlich? Ich glaube fast nicht, ne? Boah, Level 58 plus Vector. Nein. Auf das 4 habe ich keinen Bock. Nicht sie weg hier. Oh oh. Da kommen auch schon wieder solche. Ja, die wollen nicht aufhören. Die weiß anscheinend immer, wo wir sind. So, fahren wir jetzt mal weiter. Okay. So, los geht's. Das Vieh hat mich jetzt ganz schön überrascht. Level 58, oh meine Fresse. Du mich auch. Mit diesen Fee hätte ich es jetzt nicht aufnehmen können. Das wäre schon mal sicher gewesen. Aber gut, widmen wir uns jetzt der Story und gut ist. Hat da jemand eine Autopanne? Nee.
Ja. Aber das war jetzt schon krass. Immerhin ein kleiner spannender Zwischenbosskampf unterwegs, weil ich glaube, das war schon eher Mini-Bosskampfbereich. Deswegen war auch der Mech so stark. Ich glaube, der Mech, der erste Mech, gegen den wir angetreten sind während der Story, der war schon. Na? Hier nicht? Okay. Der war nicht ganz so stark. Meteor mal von Namen zu sehen. Ja, das Ding brennt! Und Titan stützt ihn von unten. Moment, ich dachte, den gibt's nur im Märchen. Laut Historikern kämpften die sechs Götter schon immer an der Seite der luzischen Könige. Echt jetzt? Echt jetzt. Bei Nocts Anblick schwer zu glauben. König ist nicht gleich König. Ja, lacht nur. Nice. Oh, das ist schon interessant zu wissen. Also ein Titan stützt einen Meteor. Hm? Jetzt setzt euch mal hin. Oh, regnet es jetzt oder was? Ist ja ganz klasse. Auch noch schlechtes Wetter. Toll, dieser Tunnel. Irgendwie echt schön. Wie die Stadt wohl aussehen mag? Ja, das werden wir bald herausfinden, ne? Kommen dann bald an unseren Ziel an. Ziemlich große Stadt, was? Oh! Nach langer Zeit wieder mal eine Großstadt. Oh, eine Seilbahn! Ich frag mich, wohin man damit wohl fahren kann. Jetzt zieh sich das einmal an. Das ist wirklich eine große Stadt. Tja, nachdem wir bislang immer nur... Ganz schön heiß. Sollten uns ein kühles Plätzchen suchen. Gönnen wir uns heute ein klimatisiertes Hotelzimmer? Oh, mit Sicherheit gibt es eine adäquate Unterkunft in der Nähe. Kommen wir zur Abwechslung mal in eine große Stadt, anstelle von kleinen Rastplätzen, so wie vorher. Schau sie das einmal an. Oh. Ich dachte, wir könnten hier interagieren. Können wir den Stand hier nicht nutzen? Sieht so aus, als würden sie da was zum Essen anbieten. Anscheinend... Komm, wollen wir uns das mal ansehen, Noct? Was denn? Ach so. FM und A Pfefferschoten. Bester Kälberspfeffer aus Duskei schmackhaft sieht eingelegt. Ja, ist klar. Der Koch muss natürlich sich den Rezepten widmen. Hier kann man auch noch ein Foto schießen. Lasst uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Also los. Oh ja, bei dem Hintergrund. Bei diesem schönen Hintergrund ist nicht zu verübeln. Hier können sogar einen Blick riskieren, oder? Geht das nicht? Das Fernrohr können wir nicht nutzen? Lame. Da sollte man doch in einem Open-World-Game wie diesem mehr Freiheiten haben. Also echt. Aber immerhin sind... Immerhin... Das sieht was? Aber gut aus. Oh Mann! Das ist garantiert lecker! Das lässt sich auch unterwegs kochen. Reis mit Geflügel und Ei. Na also. Ja, wenn man sich ein bisschen umguckt, dann, ist ganz schön was los. Und das bei der Hitze. Ja. Oh, das ist nicht gut. Was ist los?
Ich bin in irgendwas Ekliges reingetreten. Oh nein. In Hundekacke oder was? Mann, ey. Oh, wow, hier sind so viele Stände. Ey, was? 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 Was ist los? Ich hätte hier mit irgendwas wieder interagieren können. Aber das verschwindet so schnell. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ja, hier runterspringen können wir natürlich nicht. Klar, wie Kloßbrühe. Ach, aber hier dafür raufspringen. Das haben wir uns schon angeguckt, oder? Was ist das? Oliven, eingelebten Oliven aus den fernen Altisolen, ja. Dürfte interessant sein, weil was? Vielleicht... Die gibt's also auch hier? Mhm. Wir könnten ein paar Packungen kaufen, für den Notfall, wenn uns die Zutaten ausgehen. Gut, demnächst mal. Ja, wieso kaufen wir nicht jetzt was? Ja, grad noch mal, wir haben doch so viel Geld jetzt gerade. Wir können uns da einiges leisten. Ah, hier. Ein neues Rezept, Coop Noodles. Also hier sind wieder Fertignudeln. Hm. Können wir auch welche kaufen? Darf es eine Nudelsuppe sein? Ja, bitte. Ja, nehmen wir uns mal eins. Herzlichen Dank. Bis demnächst. Eine reicht aber einmal. So, gucken wir jetzt hier noch ein bisschen weiter um. Herrlich, dass wir uns mal in einer richtigen Stadt umsehen können. Aber es scheint hier auch wieder Einschränkungen zu geben, was? Hm? Was ist Hallo. Los? Da können wir auch wieder was kaufen. Heiltränke. Können wir eh wieder gebrauchen. Nehme ich mir davon mal 30 Stück. Dankeschön. Gern geschehen. Oh, Elixiere. Super Elixiere. Und wir haben dafür genug Geld. Phönixfedern. Was? Mehr geht nicht aus. So, ich sehe es gerade am Geld. Oha. Riechsalz Goldnadel. Ziehen gegen Verspannungen durch Noctis Kräfte eine magische Wirkung. Das hält Stein. Dafür habe ich doch das Allheilmittel. Ich brauche nicht noch mehr. Oh, sogar neues Muster für das Auto. Bis demnächst. Okay, jetzt haben wir es doch wieder übertrieben mit dem Geld. Aber hier kriegen wir wieder eine Goldnadel. So, jetzt wird es wieder abends. Oder Nacht. In dem Sinne. Grüner Daumen. Dieser Dünger lässt Blumen und Gemüse schneller wachsen. Aus 100% Schwertschweifmist. Hm. Hier ist einiges los. Da liegt wieder was. Los, heb's auf. Kaputte Taschenuhr. Ja, die lässt sich bestimmt nicht so einen sonderlich guten Preis verkaufen. Das ist wohl klar. Oh, ich sehe gerade einen Waffenladen. Ist da näher? Und ja, jetzt habe ich leider Gottes zu viel Geld für die Heilungsgegenstände verbraten. Vielleicht gibt es auch noch einen anständigen Waffenladen. Aber hier ist auch wieder was. Zum Interagieren oder zum Aufheben. Noch etwas Kaputtes. Diesmal eine kaputte Mundharmonika. Ob das auch solche Wertgegenstände sind, die man verkaufen kann? Bestimmt. So, wo ist nochmal das Geschäft? Das war hier doch in der Nähe. Warum ist es bloß so ein abgelegener Ort wie diesen hier? Achtung, Hochdruckleitung, nur von geschultem Personal zu bedienen. Bei Störfällen bitte sofort Xineris benachrichtigen. Xineris. Mit den Mädels hier sucht man besser keinen Streit. Okay, ja. Wo ist jetzt hier zum Teufel der Waffenladen? Da war doch hier irgendwo. Hm. Für jedes Problem die richtige Lösung. Oh, ja. Sie haben wieder was Neues. Eine Flammenzunge. Und Runenklinge.
Kann ich wieder was verkaufen? Wertgegenstände, Panzer verkaufe ich jetzt nicht, aber hier. Lasersensor, kaputte Mundharmonika. Und kaputte Taschenuhr. Ist doch ein bisschen was wert. Oh, und vielleicht werde ich jetzt ein bisschen was vom Panzer weg, aber auch nur ein bisschen. So, jetzt aber. Jetzt kann ich mir bestimmt alle Waffen hier leisten. Ich kann natürlich die alten Waffen wieder verkaufen. Das wäre doch kein Problem, oder? Müsste gehen, ne? Ja, ich habe ja noch diese alten... Man sieht sich. Oh, Moment, Moment. Hoffe, es ist was für dich dabei. So. Engelsohrringe und Kraftstein. Ein Eisschild. Ein Kraft- und Eisschild. Tja. Ich nehme natürlich zwei Stück davon, bitte. Wir sind im Geschäft. Und zwei Mithril-Pistolen. Ei, aber von den restlichen Zeugs können wir uns leider nichts mehr leisten. Assassinen-Dolch gibt es noch. Oh Mann. Eisspeer. Ah, verflixt. Die Flammenzunge können wir uns doch leisten für ihn. Und dann war es das auch schon. Aber wir können ja die alten Waffen irgendwie verkaufen, ne? So, die Flammenzunge. Sollte man die alten Sachen loswerden? Für jedes Problem die richtige Lösung. So, Zutaten lassen wir schön da. Auch die Accessoires. Nee. Doch, ja. So. Was? So, Behander sind ja bestimmt die... Steckte irgendwo mein. Ah, passt schon. So, Behander hat. Ich muss wirklich nach Angriffskraft gehen hier. Oh. Ich wünschte, ich könnte es ein bisschen sortieren, damit ich feststellen kann, was jetzt nun wirklich das Schwächste wäre. Tanzsäbel könnten wir loswerden. Ja, aber das ist zu... Ach. Ich mache mir Sorgen wegen der vielen Beben. Lassen wir das lieber. So. Flammenzunge. Haben wir dabei nichts? Oh, aber hier. Haben wir ein Kraftschild. Auch noch was Besseres als diese Mithril-Lanze. Und noch ein Entermesser. Mithril-Pistole. Mithril-Lanze. So ist es eigentlich standardmäßig immer gewesen. Drachenschild, jetzt bekommt er das Kraftschild. So, für dich haben wir ja die Assassine-Dolch hast du bereits und auch die Mithril-Lanze. So. Jetzt sollte er mal Magie einsetzen.
lassen wir mal. So. Hier ist ein Restaurant, wo wir was zu essen holen können. Und nebenbei vielleicht uns noch Aufgaben widmen können. Aber wo können wir uns hier was zu essen holen? Hier, bei ihm. Herzlich willkommen. Möchtet ihr was trinken? Erstmal ist hier neue Refugien, Parkplätze und alles mögliche. Ortschaften. Sammelstellen. Was gibt's denn auf der Speisekarte? Geflügelspieße mit Erdnusssoße. Suppe mit Brot. Und Geflügelreis. Ah, ist ja mal so lauter Geflügel. Wärt ihr so gut? Sie haben also erst alle. Also sie haben erstmal das Geflügelzeugs. Okay, Sicherung mit Bergwegs. Kalte Dusche unter der Tannenfällen, wütende Stichelei, wer den Frosch stört und lange Hälse. Das gilt es für uns demnächst noch zu machen. Aber bevor wir das tun, werden wir erstmal hier mit der Story ein bisschen vorankommen. Und jetzt mal den Story-Ziel widmen. Wow, nachts pulsiert hier aber das Licht. Das stimmt. Mann, die Stadt ist so wirklich groß, dass man... Ah, man hat da echt Probleme, sich zurechtzufinden. So viele Gassen hier. Viel zum Aufsammeln. Das sind aber eine Menge Stände. Und voll mit Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Was für ein Duft. Hier lassen sich bestimmt alle möglichen Gewürze finden. Endlich kommst du aus dir raus. Oh, du bist neu, was? Wenn dir was gefällt, greif nur zu. Der hat Ausrüstung und Accessoires. Dumm, dass wir jetzt aktuell kein Geld haben. Sticker Ebony, okay. Also Ebony. Interagieren, ja. Emma Pfefferschoten, bester Klapspfeffer. Stuske, schmackhaft eingelegt. Okay, ja. Hier ist noch ein Restaurant. Willkommen. Auch jetzt mit neuen Aufträgen und so. Was kann ich euch heute Gutes tun? Halt, hier gibt's einen Haufen. Meine Fresse, ey. Würdet ihr uns helfen? Machen wir dann demnächst. Kopf hoch, Level 31, ja. Lestalum ist bekannt für seine scharfe Küche. Kuttelsuppe und scharfe Spieße. Schau naja. Mal wieder rein. Dann ist das nichts für mich, weil ich mag kein scharfes Essen. Thomas Wildzwiebeln, ein Produkt der Footloch Farm Nummer 3. Kämpfe für Recht und Ordnung, meh. Heute bei Informanten in einem Restaurant in der Nähe. Sieht mir nach einem Greifvogel aus. Ja. Dem werde ich mich dann demnächst noch kümmern. So, aber jetzt müssen wir erstmals hier vorankommen. Jetzt stecken wir aktuell schon fest. Na gut. Mehr gibt es anscheinend nicht zu tun. Sorry, darf ich mal... Verzeihung, Entschuldigung. Oh, Moment, grüßen? Hey! Ich wollte auch grüßen. Entschuldigung, Verzeihung, Entschuldigung. Toll, jetzt habe ich nicht gegrüßt, Mann. Das war echt unhöflich von mir. Shit. Ach, was soll's. Ist hier noch ein Restaurant? Nein. Das ist wieder ein anderer Laden. So, hier ist das Hotel. Hier könnten wir also übernachten. Wird eh bald wieder Zeit.
Aber vorher sollten wir uns jetzt mal unserem Story-Ziel widmen, den wir schon lang... Agravus Nox Fleury, sein Amt als Oberkommandant angetreten. Der Oberkommandant befindet sich derzeit zur Behandlung seiner Verletzungen in Gralea. Schon bald soll er jedoch dabei helfen, die chaotischen Zustände in Insomnia endlich unter Kontrolle zu bringen. Okay, ja, das war ein Radio. Eine Silbermünze! Das kann man wieder für gutes Geld verhökern. Na, also. Und da ist eine Tankstelle. Auch noch. Ist alles schon in der Nähe. Den können wir wieder was kaufen. Okay, aber jetzt mal Schluss damit. Zeit mich dem... wir haben uns jetzt in der Stadt genau umgeguckt und jetzt wird Zeit, uns dem nächsten Storyziel mal... uns dem nächsten Storyziel mal ganz schnell zu widmen. Das ist nicht nur ein Hobby, oder? Ja, Noct, lass uns die Fotos verkaufen und reich werden. Was? Wer soll die denn bitte kaufen? Gibt bestimmt jemanden, der daran interessiert ist. Also, ich finde sie alle wunderbar. Erinnerungen für später. Ja, du meinst? Mann, so viele Leute. Das muss die örtliche Hauptstraße sein. Iris hat sich im Hotel Leville einquartiert. Sieht alles so lecker aus, ist das schwer. Ja, okay. Aber mit dem treffen wir uns dann im nächsten Part. Und ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn es erstmal hier weitergeht. Und danke fürs Gucken. Seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush 44 geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Final Fantasy 15. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.